Guten Morgen, meine Lieben. Zurzeit ist es bei mir 1.20 Uhr. Warum ist es 1.20 Uhr? Ihr sollt hier auch ein bisschen einen Überblick bekommen, wie es bei uns aussieht, wie viel Arbeit wir haben, ehrenamtlich, neben unseren Hauptberufen, nach 40, oft sogar bis 60 Stunden Arbeit für den Verein tätig zu sein. Ich habe bis jetzt E-Mails beantwortet von Mitgliedern, aber auch Nicht-Mitgliedern, das heißt auf Deutsch, eventuell interessierten, potenziellen Mitgliedern, und das machen wir auch. Ja? Ich habe auch bemerkt, dass viele Menschen sich enorme Sorgen machen wegen dem E-Impfpass und so weiter. Ja, hier versuchen wir beruhigend einzuwirken und den Menschen die Panik zu nehmen. Man merkt bereits, die Menschen werden unruhig, sie werden ängstlich und so weiter. Dementsprechend versuchen wir, den Menschen Ruhe zu geben, dass sie das eben nicht erleben müssen, in Angst zu leben. Ja, wir finden Lösungen, wir versuchen Lösungen zu finden und so weiter im gesetzlichen Rahmen. Also bitte lasst euch auf diese Schiene nicht ein, wie es schon während Corona-Zeiten war. Panik, Angst über euch ergehen zu lassen. Punkt 1. Punkt 2. Der nächste Vortrag wird sein, nicht in Eigenschlägl, sondern in Niederösterreich, in Enzesfeld, Linderbrunn. Daten, wo das genau ist, die Adresse, werde ich euch noch zeitnah bekannt geben, aber was fix ist, ist auf alle Fälle der 25.10.2024 ab 19 Uhr, also um 19 Uhr, und hier bitte Menschen aus Niederösterreich sind da hier angesprochen. Aus dieser Gegend, weiter weg oder näher entfernt, bitte merkt euch diesen Termin. Es wird interessant, es wird spannend, es wird tolle Gespräche geben, auch zwischen menschliche Kontakte sich vielleicht sogar ergeben und so weiter. Also bitte, das wollte ich nur noch in aller Kürze anfügen, noch erwähnen, euch vorbereiten bzw. informieren. Auch wenn ich schon hundsmüde bin, aber jetzt gehe ich schlafen und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und danke für euer Interesse, für eure Unterstützung und dass ihr alle an uns glaubt. Das ist das Allerwichtigste. Und wir werden alles zum Abschluss machen, was in unserer Macht steht, laut unseren Statuten und Forschungsprojekten. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. In diesem Sinne, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Den Termin, also die Adresse erfahrt ihr zeitnah, und ich danke euch.